Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mal wieder auf euch Zuschauer gehört und ihr wolltet, dass ich meine Lieblingscomics vorstelle und deshalb zeige ich euch heute in diesem Video meine Top 3 Comics, meine 3 Lieblingscomics, wie auch immer ihr es formulieren möchtet. Ich beziehe mich heute nur auf Marvel, aber wenn ihr im Video aufpasst, wisst ihr, wie ihr auch mal ein DC-Review von mir sehen könnt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein ins Video. Auf Platz Nummer 3 finden wir eine Ausgabe wieder, die ich zumindest auch in Postfilialen und sowas gefunden habe, was in Deutschland relativ verbreitet war, nämlich Civil War 2. Die Fortsetzung von Civil War 1, in dem Captain America leider stirbt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler war. Eigentlich solltet ihr wissen, was in Civil War in den Comics passiert. Und Civil War 2 ist quasi die Fortsetzung und diesmal bricht der Beef nicht aus zwischen Tony Stark und Captain America, weil Captain America ist ja nicht mehr da, sondern Tony Stark und Captain Marvel. Eine sehr, sehr coole Geschichte in sehr, sehr vielen kleinen Heften. Da kann ich mein Lieblingsheft leider nicht vorstellen, weil ich habe ein paar und ich weiß nicht, was davon mein Lieblingsheft ist. Auf jeden Fall dieses Heft, glaube ich, Nummer 6, ist ein sehr, sehr wichtiges Heft, weil in dem Comic passiert etwas sehr Interessantes. Ich weiß nicht, ob das spoilernd ist, aber wenn ihr Hawkeye mögt, der hat in diesem Comic einen sehr, sehr speziellen Auftritt. Oder war es doch nicht die Nummer 6? Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, auf jeden Fall. Achtung, riesige Spoilerwarnung, wenn ihr das nicht hören wollt, was in dem Comic passiert. Hawkeye tötet Hulk. Jetzt könnt ihr wieder Ton anmachen, ne? Ja, er schafft es, ihn umzubringen. Mit einem Pfeil. Keine Ahnung wie, aber er hat es geschafft und der Comic ist sehr, sehr cool geschrieben. Jetzt ist er mir auf den Boden gefallen, jetzt kann ich ihn nicht mehr zeigen. Nein, Spaß beiseite. Später. Der Comic ist sehr, sehr cool geschrieben und vor allem auch das Artwork oder die verschiedenen Artworks sind sehr, sehr cool gestaltet. Die Iron Man Anzüge sehen etwas anders aus als in so manch anderen Comics. Trotzdem ist es ein Stil, der mir sehr gefällt und er hat auch den gleichen Zeichenstil wie mein Platz Nummer 2. Meinen Platz Nummer 2 sollte der ein oder andere eigentlich schon kennen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum hat sich der Average Man umgezogen? Ich kann es euch verraten. Ich weiß es nicht. Nein, Spaß beiseite, der andere Take war kacke. Und das habe ich erst im Nachhinein herausgefunden. Aber egal. Zweiter Platz geht an Captain America Steve Rogers. Wenn ihr diesen Comic lesen und gewinnen wollt, schaut in meiner Endcard vorbei. Da packe ich euch das Video rein zu meinem Gewinnspiel. Da könnt ihr nämlich genau diesen Comic gewinnen. Kurz zum Comic. Es ist sehr, sehr cooler Zeichenstil wie der von Civil War 2. Und es ist eine sehr, sehr coole Geschichte. Eine Geschichte, die der ein oder andere so vielleicht nicht erwartet, weil eigentlich geht der gesamte Band darum, dass Captain America für Hydra kämpft. Den ersten Teil könnt ihr gewinnen und da erfahrt ihr eigentlich schon relativ früh, dass Captain America für Hydra arbeitet. Die Geschichte ist sehr, sehr packend gestaltet und ich kann euch nur ins Herz legen, macht bei dem Gewinnspiel mit, weil der ist wirklich lesenswert. Wenn ihr Captain America mögt oder Hydra oder einfach nur Marvel, weil er ist gut. So, und wenn ihr mal einen richtigen Comic-Review von mir sehen wollt, schaut in der Videobeschreibung vorbei. Da packe ich euch den Link zu meinem Crosstopia-Video. Da habe ich nämlich gestern, ja, das war gestern, glaube ich, den Comic von Blackest Night reviewed. Wenn ihr auf DC Comics steht oder allgemein mal seht, wie Comic-Reviews von mir so sind, falls ihr davon mehr sehen wollt, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Dann könnt ihr mir das nämlich gerne per Feedback senden, ob ich das vielleicht ab und zu mal machen soll, so ein Comic-Review. Alles dazu findet ihr in dem Link in der Videobeschreibung und tut mir den Gefallen, wenn ihr vielleicht auf dem Video vorbeischaut, lasst in den Kommentaren mal irgendwas da, dass ich weiß, dass ihr von meinem Kanal The Average Man kommt, damit ich sehe, dass ich euch auch über Crosstopia erreichen kann, weil da findet ihr vielleicht ab und zu mal öfter über DC was und jeden Mittwoch auf jeden Fall ein Video von mir. Ich mache aber jetzt weiter mit meinem absoluten Lieblingscomic. Da kann eigentlich für jeden was sein. Deadpool ist ja schon ein sehr, sehr weit verbreiteter Charakter, der sehr, sehr beliebt bei vielen ist. Aber dieser Comic ist quasi was komplett anderes. Es geht darum, dass Deadpool das komplette Marvel-Universum tötet. In seinem Comic, Deadpool killt das Marvel-Universum. Kreativ, oder? Das ist ein sehr, sehr geiler Comic. Ihr braucht keine
absolut keine Vorwissen. Ihr braucht keine Sympathie für irgendeinen Superhelden. Wenn ihr mal einfach so aus dem Stand einen Comic lesen wollt, der. Um die Geschichte zu erklären, Deadpool findet heraus, dass er in einem Comic gefangen ist und tötet deshalb alle. Warum auch immer? Er tötet sie. Und das ist sehr, sehr cool mit dem typischen Deadpool-Humor. Ist das sehr, sehr geil gemacht. Kann ich wirklich nur ans Herz legen. Wenn ihr vielleicht mal mit Comiclesen anfangen wollt, das ist ein super Einstieg. Gibt nicht viel Geschichte, gibt sehr, sehr viel Gemetzel. Gibt sehr, sehr coole Bilder. Also ist sehr cool gestaltet, auch innen. Mal gucken, ob ich auf Anhieb so ein cooles Bild finde. Einfach mal den Kopf abgeschnitten, auf jeden Fall. Das ist mein absoluter Lieblingscomic, einfach weil er kein Vorwissen braucht. Man kann ihn einfach auch mal so zwischendurch lesen und die Geschichte ist was völlig anderes und ihr könnt sie einfach mal ausprobieren. Ne? Damit bin ich aber schon am Ende meines heutigen Videos. War nur ein kurzes, knackiges Video. Ihr habt euch ja gewünscht, meine Lieblingscomics mal vorzustellen. Das habe ich getan und deshalb jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Gerne euer Feedback unten in die Kommentare, auch wenn ihr bei Crosstopia wart, mal ein Feedback zu dem Review da lassen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich kann jetzt erstmal nicht versprechen, jeden Tag ein Video zu machen, weil ich bin das Wochenende relativ ausgebucht. Sobald ich aber in Black Panther war, werde ich euch eine Rezension hier hochladen. Wenn ich sogar zwei, einmal mit Spoiler, einmal ohne Spoiler, vielleicht auch in einem Video, weiß ich noch nicht. Ich gebe mir Mühe, dass ich das so schnell wie möglich habe und wenn ich jetzt nicht jeden Tag ein Video hochlade, wovon ich eigentlich ausgehe, dann seid mir nicht böse, aber ab nächster Woche bin ich wieder für euch am Start und deshalb jetzt ciao und bis dann!